Herzlich willkommen zu einem neuen Track Race hier auf Black Forest Drive. Ich denke, wir haben zwei interessante Kandidaten dabei. Wir haben wieder den M3 Touring dabei. Den haben wir ja schon mal gegen die Subaru BRZ antreten lassen. Das war jetzt nicht ganz so fair, aber wir haben gedacht, wir probieren es mal aus. Dieses Mal heißt es Power Kombi Duell. Wir haben den M3 Touring am Start und den C63e Performance. Und ich würde sagen, das ist eigentlich schon ziemlich spannend. Wir haben hier nämlich die moderne, sage ich jetzt mal, mit dem Hybrid und drüben noch ein, wie manche sagen würden, Dinosaurier. Vielleicht zu den Leistungsdaten, denn wir haben ja eben den M3 Touring drüben. Der hat einen 3 Liter Sechszylinder mit 510 PS, 650 Newtonmeter, Allrad natürlich, das ist 8 Gang Automatikgetriebe und das Ganze wiegt 1940 Kilo und kostet 101.300 Euro in der Basis. Unser Auto ist hier ein C63, 2 Liter Vierzylinder neuerdings, mit 476 PS, dazu gesellen sich 204 Elektro PS und haben also eine Systemleistung von 680 PS, 1020 Newtonmeter. Auch Allradantrieb, 9-Gang Automatik, 2190 Kilo wiegt das und er startet bei 116.959 Euro, also eine ganze Stange teurer. Die Endpreise sind natürlich dann deutlich höher bei beiden, aber darum geht es ja jetzt hier nicht. Ich würde sagen, wir reden nicht lang rum, sondern starten zu unserem ersten Duell. Und beide Fahrzeuge sind natürlich im Sport Plus Modus. Und ja, genau, so wollen wir das heute handhaben. Beide Autos nicht im Track Modus, weil dann das ESP nicht ganz regelt. Und da die Straße heute nicht komplett trocken ist, aus Sicherheitsgründen, Sicherheit geht nun mal vor, im Sport Plus Modus. Und da ist alles noch an, zumindest auch beim BMW. Und dann wünsche ich viel Spaß zu einer neuen Folge von Black Forest Drive mit einem Track Race und ich glaube, es ist heute spannender wie letztes Mal. So, ein wichtiger Punkt ist natürlich auch den Sound, den wir jedes Mal machen. Wir starten mal mit dem Vierzylinder. Also hier hinten hört er sich schon gut an. Aber das ist halt über die Lautsprecher verstärkt. Jetzt würde ich sagen, hören wir uns noch einmal den M3 Touring an. Also, jetzt könnt ihr selber mal drunter schreiben, welcher Sound euch da jetzt am besten gefallen hat. So Freunde, es geht zum ersten Drag Race los und ich werde beim ersten Drag Race direkt bescheißen. Wir haben nämlich gerade ausgemacht, dass wir ohne Launch Control starten bei beiden Fahrzeugen, weil es eben noch nicht komplett trocken ist und wir halt jetzt diesen Slot bekommen haben. Und ich werde einfach trotzdem mit Launch Control starten, also unfair spielen. Aber keine Sorge, wir machen es ja dann nochmal ein zweites Mal, das weiß ich ja jetzt schon. Und deswegen, dort mache ich es dann natürlich ohne, damit wir einfach beides mal gesehen haben. Aber ich finde, gerade mit der Launch Control arbeitet die E-Maschine hier auch gut mit. Deswegen will ich es jetzt einfach einmal mitmachen und nachher machen wir es einmal ohne. Dann ist es auch wirklich fair. Ich hoffe, ihr teilt da meine Meinung, so ein bisschen Witz und Spaß darf man ja auch mal mit reinmachen. Die anderen zwei wissen das nicht. Johannes sieht es auch erst beim Schnitt. Ich finde das jetzt einfach mal witzig. So, ich guck mal, ob er schon bereit ist. 3, 2, 1, los! Oh, Frühstart! Ohohoho. Der M3, was ist mit dem M3 los? Was? Also ich habe jetzt auch gar keine Launch-Kontrolle gemacht, ehrlich gesagt. Was? Also der M3 hat zwar so ein bisschen zu früh beschleunigt, aber der war ja... Hä? Ich dachte locker, dass wir den einholen. Aber wir haben ihn einfach nicht... Das ist halt 3 Liter Sechszylinder, ne? Das ist halt einfach 3 Liter Sechszylinder. Krass. Ja, die zwei Maschinen, die sind halt einfach wirklich grandios. Wir hatten den M3 Touring ja auch schon mal da als Review und auch den C63 schon mal da und die Maschinen, das ist halt wirklich krass, was die liefern. Gut, jetzt ein zweites Mal, vielleicht bescheiße ich ja jetzt mit Launch Control, einmal muss ich es mal schaffen und wenn wir jetzt gleichzeitig starten, ist es vielleicht auch nochmal eine andere Nummer. So, zweiter Durchlauf und ich würde sagen, wir starten auch direkt, dann wird es nicht zu lang. 3, 2, 1, los! Ich bin wieder zu spät weggekommen, aber jetzt mit Race Start machen wir ihn nass. Nein, hä? Der bleibt da. Wo ist der? Der ist noch da.
das sind wirklich zwei ernstzunehmende Gegner, ey. Wow. Ich habe ja jetzt beschissen so ein bisschen. Mit dem Race-Start, der M3 kein Race-Start. Dafür bin ich ein bisschen schlechter weggekommen. Ich habe ihn ein bisschen verpatzt, also... Krass. Also wir sagen ja die 0 auf 100 Zeit nie, weil das ja sonst langweilig wäre. Aber die liegen nur 0,2 auseinander. Aber irgendwie gefühlt sind sie jetzt glatt, beide gleich. Jetzt machen wir noch ein letztes, ein drittes, ohne Launch Control bei mir. Also Fairness wieder. Und wenn wir jetzt gleichzeitig starten, bin ich echt gespannt. Ich glaube, wir kommen dann gleichzeitig an. Boah. Also dass es so knapp ist, hätte ich gar nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also ich liebe ja den M3, aber ich hätte tatsächlich gedacht, dass der hier gewinnt, wegen der E-Maschine. Die Batterie ist übrigens auch natürlich voll, ne? Also das ist klar. Nicht, dass ihr jetzt da denkt, wir fahren ohne Batterie. Wir fahren schon mit beiden Motoren. Aber, komisch, tatsächlich. Aber alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Drei! Zwei, eins, los! Oh, gleicher Start. Der BMW kommt wieder viel besser weg. Der kommt wieder viel besser weg. Wahnsinn! Hey, ich will den jetzt einholen, Mann. Ah, am Schluss hat sie ein bisschen ist sie vom Gas weg. Hätte ich nicht mehr eingeholt sonst. Boah, ich brauche den ganzen Bremsweg. Es ist halt einfach nass. Oh, Mann. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich musste ja auch ein paar Mal gegenlenken. Es ist halt einfach noch nass und auch ein bisschen rutschig. Beide haben übrigens auch Winterreifen drauf, also das ist beides fair. So, das war's. Dreimal Spaß gehabt, alle guten Dinge sind drei. Somit kann die Zukunft mit dem Hybrid hier dem Dinosaurier nicht den Hals abschlagen, aber auch andersrum nicht. Also die Zukunft steht schon gut da. Wirklich spannendes Duell. Ich finde beide Autos mega geil. Auch was dieser Motor hier leistet, ist wirklich krass. Ja, am Ende würde ich natürlich den M3 Touring nehmen. Wisst ihr, finde ich insgesamt einfach ein geiles Teil. Aber der hier liefert schon auch ordentlich ab. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich freue mich, dass ihr wieder zugesehen habt. Schreibt einfach mal drunter, was ihr alles denkt. Und dieses Mal hat wirklich auch alles gepasst. Jetzt beim zweiten Mal, beim dritten Mal sind wir gut weggekommen. Jetzt beim dritten Mal sind wir gleichzeitig weggekommen. Der BMW hat schnelle Traktion bekommen. Also es war jetzt, glaube ich, gut zu sehen alles. Und wir haben dementsprechend jetzt auch dreimal das gemacht. Und ja, die sind beide echt gleich stark. Auf der trockenen Straße wäre es wahrscheinlich jetzt noch mal ein bisschen anders ausgegangen. Aber wir können halt auch nur so filmen, wie wir A, die Autos da haben und B, halt den Slot hier kriegen. Deswegen ist es jetzt, wie es ist. Aber ich glaube, es hat euch allen Spaß gemacht. Wenn ihr noch Vorschläge habt für weitere Drag Races, einfach mal drunter schreiben. Oder wenn ihr selber mal Bock habt mitzumachen, einfach auch melden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Review, Vergleich oder auch Drag Race wieder. Und ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt. Ihr könnt gerne natürlich auch abonnieren für weitere Videos. Auch das würde uns freuen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video, würde ich sagen. Macht's gut. Bis dann.